Hi Gude und herzlich willkommen zurück zu Nomapheim. Ich bin der Typ mit dem Bart. Boah, und es ist einfach nur Sommer. Und genau das ist der Grund, warum ich dieses Hemd trage. Denn das ist mein Sommerhemd, wenn ich vor dem Rechner sitze und für euch ja, Videos aufnehme, streame oder auch ja, einfach nur Screenshots mache oder irgendwas für euch vorbereite. Denn das ist genau das, was mir gerade aktuell wirklich gut tut und wo man nicht so schwitzt drin. Und ich finde... Ich mag die Farbe, auch wenn der ein oder andere sagt, nee, das ist nicht meins. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, genug über mein Hemd gequatscht. Wir haben ja in der gestrigen Folge, haben wir uns ja mal auf den Weg gemacht mit unseren Wölfchen und sind runter zum Hafen gelaufen, wo ich dann auch übersetzen möchte. Leider sind einige meiner Wölfe dann doch nicht ganz dort angekommen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, weil die sich natürlich wie immer in Verstrickungen verstrickt haben und haben dann angefangen, sich mit der Umwelt anzulegen. Was natürlich relativ böse ausgeht, wenn da mal eine Mücke dabei ist oder ein Schaman habt ihr gestern auch gesehen. Falls ihr das Video nicht geschaut habt, solltet ihr das jetzt nochmal tun, um das Ganze ein bisschen nachvollziehen zu können. Und ich wundere mich gerade, warum hier gerade einfach dieser Wolf durchs Bild läuft. Ist ja auch egal. Und ja, ich habe noch ein bisschen Zeug zusammengerafft und gefarmt, weil ich wollte ja gestern eigentlich meine Waffen bauen. Das hat ja erstmal nicht funktioniert, weil ich den ganzen Krempel einfach noch nicht hier hatte. Das habe ich jetzt nachgeholt. Das heißt, wir können gleich erstmal Waffen bauen. Dann zurück zum Hafen, die Wölfe irgendwie aufs Schiff karren, dann geht's rüber und dann sehen wir, was weiter passiert. Ich meine, wir haben genug gequatscht, los geht's. So, da bin ich auch schon an meiner Schmiede, die ich hier noch ein bisschen ausgebaut habe. Und ich würde sagen, jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir noch ein paar Klamotten zusammengebaut bekommen. Wir legen erstmal das Holz hier rein. Ich trage nach wie vor immer noch viel zu viel Krempel mit mir rum. Wieso ich auch zwei Bauhammer habe, kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Die tauchen hin und wieder mal auf. Ich habe keine Ahnung wieso, aber es ist wie es ist. So, jetzt können wir hier nochmal eben ein bisschen die Produktion anstoßen. Genau, so, Kohle kommt hier rein. Ich versuche heute mal auch nicht ganz so verpeilt zu sein wie in den letzten beiden Folgen. Könnte schwierig werden, aber ich gebe mir Mühe. Ich bin der Meinung, ich hätte alles gut vorbereitet. So, also, rein damit in die Tasche. Das kommt rein damit, das kommt rein damit. Und dann stellen wir uns erstmal ein Schwertchen her. Erstmal reparieren und Schwarzmetall Schwert. Genau. Können wir das auch schon aufwerten? Das können wir tatsächlich machen. Allerdings fehlt mir hier die Aufrüstung für die Stufe 6 noch. Das müsste ich noch nachholen. Das werde ich jetzt aber gerade erstmal nicht tun. Wir wollen uns aber noch ein Schild herstellen. Und ich meine, dafür brauche ich Ketten. Und was brauchen wir noch? Wo ist das Schwarzmetallschild? Schwarzmetall. Oh, Wahnsinn. Das war mir ja völlig neu jetzt. So, wir wollen das Schwarzmetall-Schild herstellen. Natürlich suchen wir uns mal wieder einen coolen Style aus. Ach Leute, ich weiß es nicht. Mir ist so, es ist so warm, es ist so Sommer. Ich finde, das sieht so Brasilien-Style aus. Dann nehmen wir einfach das. So machen wir das. Und ich glaube, aufwerten können wir es auch nochmal. Sollten wir auch tun. Und auch gerne noch ein drittes Mal. Und jetzt ist erstmal gut. Dann können wir nämlich das und das erstmal austauschen. Die alten Klamotten packen wir erstmal hier rein. Das Silberschwert brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Da bin ich immer so ein bisschen am Überlegen, brauche ich den Einhandstreitkolben oder nicht? Der hat mir schon oft sehr gute Dienste erwiesen, wobei ich lasse ihn jetzt erstmal hier. Hier sammeln wir erst nochmal ein bisschen Zeug ein. Das legen wir hier drüben wieder hin. Eisen kann auch erstmal hier bleiben. Oder fällt mir ein, ich bräuchte noch unbedingt Surtlingkerne. Das heißt, wir müssen noch mal eben rüber in die Main Base. Aber wir müssen ja nicht den ganzen Scheiß mitschleppen. Da können wir nämlich natürlich auch noch mal gucken. Und nach Brot hatte ich doch auch schon hergestellt. Das können wir nämlich dann genau. Das könnten wir eigentlich mal rüber in den Backofen schieben. Dann gibt es nämlich neues Footy. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit.
Schild schmeißen wir erstmal hier rein. Ich habe schon wieder alles verteilt und ich werde es auch wieder suchen. Und dann brauche ich mich auch gar nicht wundern, warum ich dann auf einmal irgendwann 5 Bauhammer in der Hand habe. So. Kupfernägel. Meinen Wölfis müsste jetzt eigentlich auch ganz gut gehen. Hier an der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis. Das ist vielleicht diese Woche im Stream, am Valheim-Stream am Mittwoch ein bisschen untergegangen. Und ich glaube, ich hatte es auch am Freitag in unserem Reisegruppe Hässlich Conan Exiles Community Stream, da hatte ich es erwähnt gehabt. Ich werde am kommenden Dienstag auf YouTube streamen. Ja, ich will es zum einen will ich es mal ausprobieren. Zum zweiten habe ich es dem guten Brock, das ist ein Community-Mitglied von mir. Nicht nur von mir, sondern auch von Onkel Eifel und von Beutel. Er ist also wirklich wahnsinnig vernetzt. Hatte ich schon sehr, sehr lange versprochen, bei ihm auf dem Server zu gucken. Und das würde ich gerne mal machen. Ist also auch ein Valheim-Bauserver, den er gemacht hat. Und ich glaube, da gibt es irre viele Sachen zu entdecken. Das Ganze startet um 20 Uhr am Dienstagabend. Wird ungefähr 2 Stunden gehen, denke ich mal. Wie gesagt, ist für mich zum einmal testen, wie das funktioniert mit YouTube. Vielleicht können wir auch irgendwann mal weg von Twitch. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Da will ich noch gar nichts weiter großartig zu sagen. Einfach mal ausprobieren, wie es da läuft. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr da reinschaut. Nicht nur wegen mir, sondern auch wegen dem Brock, weil das halt wohl auch echt ein Künstler ist. Zumindest habe ich schon vieles davon gehört, aber noch nicht so ganz viel gesehen. Und ich freue mich auf jeden Fall und würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also, für alle, die sagen, Twitch will ich kein Konto anlegen, jetzt habt ihr mal die Möglichkeit, bei YouTube dabei zu sein, wenn ihr eh schon ein YouTube-Konto habt. Also es gibt aber auch noch eine Benachrichtigung, ich werde das noch alles rechtzeitig bekannt geben und euch nochmal darauf hinweisen. Also werdet ihr das nach Möglichkeit nicht verpassen können. So, jetzt aber zurück im Takt. Ich wollte doch Brot backen. So. Kein Platz mehr. Ich habe kein Holz. Warum habe ich dies nicht und warum habe ich das nicht? Ich habe doch Edelholz einstecken. Warum zählt es nicht? So, dann kann das doch ruhig schon mal vor sich hin backen. Was wollte ich denn noch holen? Ich habe es schon wieder vergessen. Und ich dachte, heute wird es mal nicht so verpeilt werden. Aber tatsächlich einfach schon wieder vergessen. Genau, das habe ich, das habe ich. So, holen wir gleich erstmal das Brot raus. Ne, ich glaube, ich wollte noch Tränke holen. Ich wollte noch ein bisschen Fleisch holen. Materialien für ein Portal. Hahaha. Yay. Und das erste Brot ist drin. Dann können wir gerade mal schauen. Materialien für ein Portal. Wir brauchen Surtlingkerne. Die hatte ich irgendwo auch noch rumfliegen. Da haben wir Surtlingkerne. Irgendwo brauche ich auch noch. Genau, die brauche ich. Edelholz brauche ich auch. Wo auch immer ich das schon wieder rumfliegen habe, versteine ich draußen vor der Tür. Genau, da haben wir nämlich noch ein Stack. Können wir uns nämlich gerade mal anlachen. Das ist halt auch ein wahnsinnig gutes Ausdauerfood, ne? Ich finde das immer sehr geil. So, hier ist gerade leider leer. Wir bauen noch ein Portal. Und wo bauen wir das hin? Das machen wir natürlich erstmal hier unten wieder irgendwo hin. Portal, Portal, Portal. Portal machen wir hier hin. Und das nennen wir dann Jakluf. So, nennen wir einfach mal so. Ich weiß gar nicht, was sind das denn hier noch für Portale? Wo geht's denn hier hin? Springer 3? Bone Mars? Was hat er denn?
3. Wo ging das denn nochmal hin? Ja, vielleicht können wir es auch ausbauen. Ah, okay. Das ist, glaube ich, die Nähe zum Moder. Ich glaube, das Portal brauche ich aber auch noch, um vielleicht hin und wieder nochmal Silber zu farmen. Springer. Wo geht Springer hin? Also ich brauche auf jeden Fall noch ein Portal ins Gebirge. Ah ja, okay. Hier war meine erste Base, wo ich das erste Mal Silber gesammelt habe. Was haben wir hier noch drin? Ach, seht mal, hier habe ich auch noch Ketten drin. Wahnsinn. Ich einfach den ganzen Krempel hier liegen lassen, ne? Ich bin schon so ein Held. Hier waren ja auch die erste Schmiede, die ich so aufgebaut habe. Haben wir hier noch irgendwo was rumfliegen, was wir gebrauchen können? Nö. Na, warte mal, hier ist noch was. Ja gut, das kann ich halt alles nicht mitnehmen. Hier ist halt noch jede Menge Silber. Ach, da ist auch noch Erz. Okay, also lassen wir das stehen und dann machen wir das andere Springer weg. Genau, und ich kann es ja dann auch nochmal umbenennen. Ich mir gerade mal aufschreiben. So. Genau, Springer 3 ist fort. Nee, das war's hier. So fehlt mir jetzt die Handwerksbank, ey. Schon wieder out of range? So, mitnehmen. Mitnehmen den ganzen Ranz. So, Kette habe ich jetzt auch noch gefunden. Die anderen hatte ich bei Bone Mars noch drin. Genau. Kommt das dahin? Das kommt dahin. Ach, ich glaube, wir nehmen es mal mit. Kann man wenigstens noch ein Feuerchen machen oder so. Das ist, glaube ich, ganz nice. Statuetten habe ich dabei. Die brauchen wir natürlich auch. Nein, du sollst dich nicht. Jetzt setz dich doch nicht hin, Junge. Hört doch auf. So, wir gehen jetzt hier aber nochmal kurz pennen. Dann sind wir nämlich auch mal wieder ein bisschen zentraler gelegen. Einmal pennen. Und wenn wir aufgewacht sind, dann packen wir noch eben unseren Kram zusammen. Und dann geht's ab. Ab aufs Boot. Und dann schippern wir mal eben rüber an die andere Seite. In der Hoffnung, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oh, guck mal, hier haben wir noch Flachs. Können wir gerade mal reinpacken. So, was mir übrigens auch noch einfällt zu erwähnen, da habe ich mir die Tage drüber Gedanken gemacht. Also wenn es jetzt demnächst mal soweit ist, dass auch Hildirs Quest Einzug behält oder Einzug hält in Valheim, dann werde ich das natürlich auch mit der Veggieheim Challenge weitermachen. Ne? Ob ich das jetzt hier mit der No-Map Challenge mache, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ja. Aber da Veggieheim zuerst da war, ist das natürlich das auch das Erste, was bei mir auf der Agenda steht, das damit zu tun. Also das bleibt auch nicht außen vor. Das werde ich nach wie vor noch durchziehen dann. So, da haben wir noch einen restlichen Eisen. Scheiße, hätte ich eigentlich mal mitnehmen müssen, ne? Jo! Wisst ihr was? Wir packen das Eisen ein. Und nehmen es mit. Und bin überladen. So viel zu, wir packen es ein und nehmen es mit. Wir können eigentlich den... Wisst ihr was wir machen? Wir machen das noch anders. Wir lassen es erstmal hier und ich kann das im Nachgang noch holen. Sonst wird das jetzt wieder zu durcheinander werden. Ich habe gesagt, ich will heute aufs Schiff. Ich muss jetzt erstmal die Wölfe drauf transportieren. In der Hoffnung, dass das was wird. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich das hier alles so richtig gemacht habe.
Ich wollte das eigentlich hier so machen. Ist gar nicht so einfach, ne? Ach. Schon wieder vergessen, den Handwerkstisch hier hinzusetzen. Ich reiß die immer ab, die Dinger. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Das ist aber irgendwie Macht der Gewohnheit, weil ich die eigentlich nie im Blickfeld haben will. Die gehen mir nämlich immer ziemlich auf die Ketten. So, jetzt machen wir das aber erstmal anders. Gib mir noch einen kleinen Moment Zeit. So, stützen wir das hier noch ab. Dann machen wir das hier. So, das sollte jetzt eigentlich halten. Nein, tut's nicht. Ah ja. Dann müssen wir das hier wohl auch nochmal so machen. Ja, es will einfach nicht hier. So, wir probieren es jetzt einfach mal so. Es sollte ja so eigentlich funktionieren. Die beiden Nasenbären hier aufs Brot zu kriegen. So, seid ihr mittlerweile... Die fressen ihr eigenes Fleisch nicht, ne? Und ich habe jetzt kein Fleisch mitgenommen. Oh. So. Kommt doch mal mit. Nein, so doch nicht. Nein, nein. Wisst ihr, was wir machen? Wir schieben einfach mal. So. Ruf mit euch. Oh, ich muss aufpassen. Nein. Oh, das war knapp. Jetzt wäre beinahe das Boot gekippt. Das hätte natürlich auch noch gepasst, ne? So. Wisst ihr was? Ich werde jetzt nicht nochmal zurückgehen. Ich bin froh, dass sie auf dem Schiff sind. Und wir fahren einfach darüber. Erstmal legen wir rückwärts ein paar Meter zurück. Und dann einfach schnurstracks darüber. Es geht einfach nichts voran, ne? So, würde dieses Scheißschiff jetzt auch einfach mal nach vorne fahren? Ey, das ist unglaublich. Es darf nicht wahr sein. Einmal soll das funktionieren, wie es funktioniert. Dann fahren wir halt rückwärts rüber. Aber bevor ich gleich diese Vollidioten wieder an der Backe habe. Oder die Mücke, die zum Beispiel da oben rumschwirrt. Und ich meine Wölfe gleich wieder los bin. Es ist unglaublich. Also manchmal geht dieses Spiel mir gerade hier so auf den Sack. Also jetzt geht es mir gerade richtig auf den Sack. Kann ich gar nicht in Worte fassen, so viel Scheiße. Ehrlich. Muss ich rückwärts fahren? Was ist denn das? Bin ich hier auf einer chinesischen Dschungel oder was? Oder wie? Ja, dann fahr halt rückwärts. Wenn es dich glücklich macht, ist mir doch egal. Also sowas Beklopptes. Wow. Einfach wow. Geiler Scheiß. Mir doch egal.
Gott sei Dank sind es nur 5 Meter. Gott sei Dank. So. So, ich habe hier nochmal ganz kurz einen Cut reingemacht, weil ich da vorne Rehe gesehen habe und die bin ich mal eben jagen gegangen. Die beiden waren fleißig mit dabei und hast sich auch schon gut satt gefressen. Ich habe übrigens auch mal die Namen geändert, ja? Also ich habe jetzt einmal meinen Meister und dann habe ich den Wauzubi. Achtung, Flachwitz. Okay, der war nicht so gut, ist egal. Ihr müsst da jetzt durch, ist gar kein Problem. Hoffentlich auch für euch und für mich. Und genau, wir sehen mal zu, dass wir hier gerade nochmal weiterkommen. Feuerchen habe ich gerade auch schon wieder abgerissen. Hatte ich hier kurz gemacht gehabt. Und jetzt wollen wir aber erstmal gucken, dass wir da oben in die richtige Richtung gehen. Und hier ein paar bisschen dicke Ohren verteilen. Da sind noch mehr Rehe. Ich sollte mir hier vielleicht gerade noch mal ein Feuerchen hinmachen. Ich weiß noch nicht, warum ich das gerade abgerissen habe, Horst. So, herstellen. Wieso habe ich keine Steine dabei? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Spitzhacke haben wir dabei, sehr gut. Ich hab doch Steine, sag mal. Das muss ja wohl mal reichen. So ein dulliges Lagerfeuer. Aber dass ich wenigstens weiß, wo mein Schiff ist. So ein Orientierungspunkt hab. Ist nicht ihr Ernst, oder? Ja, jetzt! Ein bisschen Feuermann! Genau, und ich würde es gerne hier oben draufsetzen. Wir machen es einfach so. Die beiden haben auch Spaß. Und die Richtung war ja ungefähr diese hier. Das heißt, wir tapern jetzt hier einfach mal durch den Wald und machen alles kalt. In der Hoffnung, dass es hier irgendwann auch mal auftaucht, ne? So, ich muss nur aufpassen. Wieso mache ich sowas hier? Wisst ihr was? Ich stelle mich doch wieder an wie der letzte Henker. Das kann doch nicht so schwierig sein. So. Machen wir es halt auch wieder auf die gute, alte, altmodische Art und Weise, wie ich es bis jetzt eigentlich auch immer gemacht habe. Einfach den Weg planieren. So, hier hauen wir mal eben den Baum um. Nach Möglichkeit nicht auf die Hundis. Oh, da oben ist ein Troll. Ganz schön rein, ne? Ey, warte mal, ihr bleibt mal. So, du komm mal her. So. Nicht, dass es mir hier noch die Wauzis zerballert, ne? Jetzt haben wir es nämlich erstmal bis hierher geschafft. Wow.
Einfach Mods, Trolle, Trolle hier. Hier ist ja richtig was los. So, jetzt aber wieder zurück. So, eigentlich wollten wir in diese Richtung gehen. So, weiter geht's. Wieso ist der da unten in einem Terblobs drin? So, könnt ihr euch mal eben was reinfahren? Bleib hier. Ich sehe schon kommen, Leute. Ich werde im Leben nicht, werde ich irgendwie mit den Wölfen gemeinsam Jagdluft finden. Also den Drops, der ist, glaube ich, gelutscht. So. Wir gehen aber weiter jetzt. Weiter geht's. So. Wow, hier geht's über schneebedeckte Berge. Das ist ja allerliebst. Allerliebst ist das. Was ein Glück, habe ich den Umhang noch an. Ich weiß schon, warum ich den noch nicht abgelegt habe. So, bleiben wir ganz kurz hier sitzen. Noch ein bisschen Ausdauer tanken. Ey! Einfach runtergeschubst. Kleinen Arschis.
wollte nur kurz Ausdauer tanken, Mann. Können doch nicht sowas mit mir machen. Ich will nur noch mal kurz auf den Berg gleich und da oben gucken, ob ich da was finde. So, über der Kuppe. Genau. So, ab dafür. Aber ich finde auch gleich erstmal einen Steingolem. Das wird zu meinem normalen Werdegang, würde das echt gut passen. Das sieht jetzt eher weniger nach Ebenen aus, ne? Guck mal, da oben ist ein Fenrir. Fenring. Oh, der kommt runter. Der will wohl Probleme kaufen. Ja, ja, ist nur gut. Ja, oh, genau. Nein, ich werde meine Hundis verlieren. Mit Ansage. Nein, ihr wird sterben. Ich weiß es. Genau, das war's. Es ist zum Heulen, es war irgendwie klar. Ach Mann, was ein Scheiß. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ja, Freunde, so viel Elend ist ja gar nicht auszuhalten, aber es war mir schon klar. Also wenn ich durch die Gebirge gehe und habe da die Wölfe dabei, die werden es nicht lange machen. Das war mir schon irgendwie ganz bewusst. Wäre natürlich schön gewesen, aber zumindest haben wir mal gesehen, die sind taugen schon als Begleiter, aber da ist es, bei denen ist es tatsächlich wirklich die Masse, die es nachher ausmacht. Ne? So, ich bin nach wie vor noch auf der Suche nach Jagluf. Ja, ich hoffe, ich werde ihn auch noch finden. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt offscreen mit euch machen werde, weil ich das eigentlich schon gerne mit euch zusammen machen möchte, aber ich muss mal gucken, wie ich Zeit dazu finde. Ja, ansonsten seht ihr ja in der nächsten Folge, wo ich gelandet bin. Ja. Hier nochmal ganz kurz der Hinweis, wie ich es vorhin schon gesagt habe, am Dienstag um 20 Uhr auf YouTube, auf meinem Kanal, gibt es meinen ersten Livestream hier auf diesem Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Es gibt ein bisschen Valheim, es gibt wie immer was zu sehen, nicht von mir, sondern von einem Community-Mitglied. Es ist auf jeden Fall spannend und ihr solltet das auf gar keinen Fall verpassen. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, macht was Schönes, habt einen guten Start in die neue Woche, bis demnächst, tschö, mitte!